Leute, Leute, kleine Info, bevor ich jetzt mit dem Let's Play anfange. Leider musste ich nach der Aufnahme feststellen, dass im Gegensatz zur Testaufnahme bei der fertigen Aufnahme lustige Farbfehler passieren. Und zwar tickt etwa jede volle Sekunde ein buntes Bild hoch. Das ist nicht so gewollt. Es tut mir jetzt furchtbar leid, die erste Folge wird jetzt leider so bleiben, weil die hat bei der Aufnahme eigentlich ansonsten so viel Spaß gemacht und ich möchte das nicht ruinieren, indem ich es jetzt nochmal nicht blind spiele. Deswegen tut es mir leid, ihr werdet jetzt in den nächsten 30 Minuten leider Gottes mit diesem ekelhaften Farbfehler leben müssen. Es tut mir leid, ich versuche rauszufinden, woran es liegt. In der Testaufnahme hat es geklappt. Ich fürchte, es liegt aber trotzdem an Fraps. Und ja, ich lasse mir was einfallen, das kommt nicht wieder vor. Es tut mir leid und jetzt viel Spaß mit dem Let's Play. Tschüss! Hi, meine Lieben. Ich begrüße euch zu meinem ersten kleineren Projekt. Einem deutschen RPG aus dem RPG Maker. Einem Horror-RPG aus dem RPG Maker mit Namen Alice. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, aber die Screenshots sahen nett aus. Das Spiel ist von Calvin und Calvin hat anscheinend einige ganz gute Spiele gemacht, zumindest wenn man den Bewertungen glauben darf. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe ewig kein RPG Maker-Spiel mehr gespielt. Wirklich lange nicht. Ich habe früher mal selber sowas versucht, aber am Event-Skripten ist es dann immer gescheitert und naja. Egal, da lassen wir andere Leute das machen, die das richtig gut können und wir spielen das dann nur. So funktioniert es ja auch. Als ich aufwachte, befand ich mich in einem Keller, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war ein dunkler und kalter Keller, ganz anders als die modernen Keller mit ihren grellen Halogenlampen und steril weißen Wänden. Mehr wie ein Verlies. Warum bin ich hier, fragte ich mich, aber meine Erinnerung wollte mir diese Frage nicht beantworten. Ich hatte die letzten paar Stunden einfach vergessen. Zumindest glaubte ich, dass es ein paar Stunden gewesen sein mussten, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich noch länger in diesem Keller gelegen hatte. Das Letzte, an was ich mich erinnern konnte, war das Klingeln der Schulglocke, die das Ende vom Unterricht verkündete. Was war danach passiert? Soll die Steuerung erklärt werden? Ja, das machen wir einmal ganz kurz. Mit den Tasten 1 bis 4 können die Befehle benutzen, untersuchen, öffnen bzw. drücken, schieben ausgewählt werden. Per Enter werden sie aktiviert. Okay. Mit der Taste 5 wird die Direktauswahl für die Gegenstände gestartet. Also die hier oben wahrscheinlich alle. Die Gegenstände lassen sich mit dem Cursor-Tasten auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen. Im Menü können einige Gegenstände kombiniert werden. Dazu muss zuerst ein Gegenstand angelegt und danach beim anderen Kombinieren ausgewählt werden. Außerdem ist es möglich, bestimmte Gegenstände auseinanderzunehmen. Dafür muss der entsprechende Befehl ausgewählt werden, nachdem der Gegenstand angeklickt wurde. Ja. Ah, das da oben. Okay, das da oben ändert das. Interessant. Hier hängt doch was. Hängt das da oder? Öffnen, drücken, ziehen. Okay, das ist ein bisschen. Kein Gegenstand vorhanden. Ja. Ah, okay. Das ist ein bisschen verwirrend gerade noch, aber wir versuchen es mal mit dieser Tür. Die Tür ist verschlossen. Aber da hängt doch irgendwas. Oder ist das einfach nur irgendwie eine Lampe oder so? Keine Ahnung. Da ist nichts mög- Das ist nicht möglich. Okay, also es hat so ein bisschen eine einfache Holzkiste. Der Deckel rührt sich kein Stück. Das ist ganz interessant. Dafür ist die Kiste zu schwer. Okay. Das ist ganz interessant. Das muss man jetzt erstmal rausfinden. Also rauskriegen, wie hier was funktioniert. Eine einfache Holzkiste. Kann ich die öffnen? Der Deckel rührt sich kein Stück. Okay, dann wird das auch nicht mit dem Schieben gehen wahrscheinlich. Hier irgendwas? Ja, da ist noch eine Tür. Du siehst aus, als wärst du Alice. Als ich in den kleinen Lagerraum kam, sah ich ein Mädchen. Es war ungefähr so alt wie ich. Obwohl ich es nicht kannte, überkam mich ein Gefühl der Geborgenheit. Zumindest war ich nicht alleine. Hier steckst du also, Emily. Du solltest nicht allein im Haus herumwandern. Hier kann man sich leicht verlaufen.
Ist etwas? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Es klingt vielleicht komisch, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wo ich hier bin. Oh, Emily, hast du dir etwa den Kopf gestoßen? Und du bist zu mir zu Besuch. Bei Alice. Alice. Sagt dir der Name etwas? Nein. Das klingt ja wirklich ernst. Sollen wir dich zu einem Arzt fahren? Ich denke, das ist nicht nötig. Die Erinnerung kommt bestimmt wieder, aber so etwas ist mir noch nie passiert. Es muss dir nicht unangenehm sein. Du hast bestimmt schon mal von denen gehört, die einen Monat für eine Prüfung üben und dann während der Prüfung alles vergessen. Ja, ich war so jemand in Mathe. Wenn man in Panik gerät, passiert sowas schneller, als man denkt. Aber ich bin nicht. Lass uns wieder nach oben gehen, dann beruhigst du dich bestimmt. Beruhigen, aber warum? Warte, Alice. Ich war wieder alleine. Alice war wie vom Erdboden verschluckt. Warum hatte sie nicht auf mich gewartet? Ich konnte mir das nicht erklären. Wer war diese Alice überhaupt? Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir, dass ich ihr nicht vertrauen dürfe. Aber da war plötzlich ein Gefühl, eine Erinnerung. Ihr Name sagte mir gar nichts, aber ich glaubte, dass wir uns trotzdem von irgendwoher kannten. Das war alles so verrückt. Warum war ich im Keller? Normalerweise hält man sich doch dort auf, wo der Gastgeber ist. Man würde nicht einfach so alleine im Haus herumlaufen. Es musste einen Grund dafür geben und das machte mir Angst. Denn je länger ich darüber nachdachte, desto mehr kam mir der Gedanke, dass ich nicht freiwillig in den Keller gegangen war. Okay, wir wollen nochmal eben in den Raum gucken, den wir gerade einfach so ignoriert haben. Mhm. So, öffnen kann ich das nicht. Ich kann das vielleicht untersuchen. Eine altmodische Heizung, die mit Kohle betrieben wird. Die Heizung ist offen. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Okay, haben wir hier irgendwas? Mehrere Kontrollkästen für die Heizung. Das ist nicht möglich. Okay, das hilft mir wahrscheinlich auch jetzt noch nicht viel. Eine kleine Metallkiste. Die Kiste wurde anscheinend zugeschweißt. Unzählige Kohlestücke für die Heizung. Eine schwere Metallkiste. Die Kiste wurde anscheinend zugeschweißt, natürlich. Okay, wir können hier noch nichts öffnen. Das kommt vielleicht später oder so. Hier ist eine Pfütze auf dem Boden. Kann ich aber anscheinend nicht. Mehrere Säcke. Ein einfacher Holzschrank. Huch, ist hier noch was? Nö. Stehen irgendwelche Regale rum? Ein einfacher Holzschrank. Kann ich den öffnen? Tatsache. Nichts von Interesse. Okay. Ich kann die aber öffnen. Das ist schon mal schön. Der Deckel rührt sich kein Stück. Ja, okay. Der Schrank lässt sich nicht öffnen, weil sich ein Scharnier von den Türen befindet. Es wurde mit Kreuzschrauben befestigt. Okay. Hier hängt Fleisch. Fleisch ist immer super. Die Kiste lässt sich nicht öffnen. Auf der Kiste stehen zwei Konservendosen. Kann ich die mitnehmen? Das ist nicht möglich. Dafür ist die Kiste zu schwer. Okay. Einfach Holzkiste. Regal für Lebensmittel. Auf dem Regal liegt ein Stück Käse, das vom Boden aus nicht erreicht werden kann. Hm. Ja, und jetzt? Da ist halt Käse drauf. Spannend. Ein kleiner Metallkasten. Öffnen. Hm. Der Kasten ist schon offen. Ja, benutzen. Das ist nicht möglich. Untersuchen. Im Metallkasten befindet sich ein Hebel. Warum? Ach, ziehen. Drücken, ziehen. Ja. Benutzen und ziehen sind zwei unterschiedliche Dinge bei Hebel. Was ist das denn? Kann ich das von hier aus ziehen? Ja. Okay, und jetzt kann ich da hochklettern?
Aha. Jetzt habe ich ein Stück Käse. Käse erhalten. Okay. Was ein Aufwand, um an den Käse zu kommen. Mehrere Säcke, in denen sich verdorbene Lebensmittel befinden. Ein Stahlrohr. Vermutlich für die Heizung. Okay, solange wir nicht wirklich wissen, was wir hier tun sollen. Ach du Schande. Oh, die Lampen. Ja, ja, ja. Ein schweres Metallgitter. Das ist aber schon ein bisschen merkwürdig hier, ne? Oh. Schlitzschraubenzieher erhalten. Ah, schade. Ich brauche einen Kreuzschraubenzieher. Das ist ja doof. Ein roter Farbtopf. Mehrere Holzbretter. Das Gute ist, sie nimmt dann von alleine. Wenn da was ist, was man mitnehmen kann, dann nimmt sie es auch. Auf dem Regal befinden sich Schrauben, Nägel und Farbeimer. Gut, viele Möglichkeiten habe ich hier nicht. Unzählige Weinflaschen. Muss mal eben einen Schluck trinken. Verzeihung. Suddenly irgendwas im Hals. So, Wow. Erschreck mich doch nicht so. Selina? Was machst du denn hier? Was ist das für eine Frage? Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, warum ich hier bin. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das wünschte ich auch. Bist du auf den Kopf gefallen? Das würde zu dir passen, du, so schusselig wie du immer bist. Du kannst dich wirklich nicht erinnern? Nicht mal an deinen Namen? Doch, an den schon. Nur an die letzten paar Stunden nicht. Oh Mann, dabei dachte ich, dass ich mich wenigstens auf dich verlassen kann. Caro ist ja einfach abgehauen. Caro ist auch hier? Natürlich. Wir sind doch hier, um die Talberge zu besuchen. Klingelt es jetzt bei dir? Nein. Dann musst du ja in einem riesigen Haus wohnen. Naja, es ist schon etwas größer als ein Einfamilienhaus. Hör auf, so bescheiden zu tun, das mag ich nicht. Dann habe ich das Gefühl, dass du denkst, ich wäre nur neidisch. Bist du doch auch. Sei du bloß ruhig. Ich bin nur neugierig, du etwa nicht? Was ist mit dir, Emily? Ich kenne sowas auch nur aus Filmen. Sag ich doch. Wenn ich mir das so vorstelle, die antiken Möbel, die teuren Kleider, die wertvollen Bilder und die ganzen Bediensteten... Du mit deiner lebhaften Fantasie. Bedienstete haben wir aber gar nicht. Wirklich nicht? Das ist ja doof. Ein Anwesen ohne Bedienstete ist fast so wie ein Erdbeereis ohne Erdbeeren. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich doch einfach mal besuchen. Wirklich? Ja. Heute? Wenn ihr möchtet. Ich habe heute nichts vor. Bei mir würde es auch gehen. Ich kann auch. Aha. Alice Thalberg also. Wie konnte ich das nur vergessen? Das frage ich mich auch. Und wieso sind wir im Keller? Kannst du nicht zu mir kommen? Dieser Keller ist mir irgendwie unheimlich und... Da war dieser komische Typ, der gehinkt hat. Ich bin vor dem weggelaufen. War dumm von mir, ich weiß. Das war bestimmt nur der Alte von der Thalberg. Aber trotzdem, der war echt unheimlich. Komm doch bitte zu mir. Da ist aber keine Tür. Das weiß ich auch. Ich schau mal auf dem Gang nach. Wir können uns da ja treffen, okay? Okay. Ich brauchte eine Weile, um wirklich zu begreifen, was Selina mir gerade erzählt hatte. Alice war eine Klassenkameradin, die ich schon seit ungefähr 2 Jahren kannte. Und ich hatte sie einfach total vergessen. Das war mir so peinlich. Aber obwohl mich diese Erkenntnis eigentlich hätte beruhigen sollen, zitterte ich immer noch am ganzen Körper. War es, weil Selina von diesem komischen Typen gesprochen hatte? Nein, es war nicht nur das. Ich konnte immer noch nicht verstehen, warum ich im Keller auf dem Boden gelegen und weshalb Alice mich zurückgelassen hatte. Gerade weil wir uns schon so lange kannten. Tja, gut. Nee, untersuchen. Untersuchen. Ich hätte gerne die Leertaste zum Bestätigen, das fände ich irgendwie einfacher. 2 schwere Weinfässer. Okay, 2 schwere Weinfässer. Und hier wahrscheinlich auch 2 schwere Weinfässer.
Unzählige Weinflaschen. Da liegt einer auf dem Boden, aber da kann ich nichts mitmachen. Hier ist noch eine Tür. Aha, kommt man auf die andere Seite. Auf die andere Seite vom Gang. Huch. Noch jemand. Caro! Ach, du bist es nur, ich dachte schon. Du bist ja ganz außer Atem, ist etwas passiert? Mir ist jetzt wirklich nicht zum Scherzen zumute. Tut mir leid, ich habe nur irgendwie meine Erinnerung verloren. Ich wusste nicht mal, wieso wir überhaupt hier sind, bis Miss Selina alles erzählt hat. Dann kannst du dich auch nicht an das mit dem Tor erinnern? Nein. Das muss wohl der Schock sein. Meinst du? Ich denke schon und ich kann es verstehen. Ich konnte auch nicht anders. Ich musste weglaufen, bis mir die Puste ausgeht. Warum denn? Was ist passiert? Die Musik ist übrigens sehr schön. Also das war so. Lass uns mal nachschauen. Du bist wirklich doof, Selina. Sie hat doch ausdrücklich gesagt, dass wir diese Tür nicht öffnen dürfen. Na klar, weil sie irgendwas versteckt, das dir peinlich ist. Bist du etwa nicht neugierig? Was ist mit dir, Emily? Ich würde schon gerne nachschauen. Vielleicht versteckt sie da ihren missgebildeten Bruder. Du schaust so viele Horrorfilme. Definitiv. Aber wer weiß. Deswegen machst du die Tür auf. Wieso denn das? Weil ich nicht von ihrem missgebildeten Bruder angefallen werden möchte. Ist doch klar, Mann. Am besten, ihr macht die Tür gar nicht auf. Es reicht ja, wenn wir sie nur kurz aufmachen. Los, mach schon, Emily. Ich weiß aber nicht mal, wie. Das sind doch diese Scharniere. Ein Schloss hat sie auch nicht. Ob ich einfach mal den Knauf drehe? Was? Was hast du gemacht? Nichts, ich habe nur am Knauf gedreht. Ist das wirklich passiert? Das ist doch verrückt. Ja, aber leider ist das wirklich so gewesen. Hinter diesem Tor. Da ist doch nichts gewesen, oder? Das war bestimmt nur ein dummer Scherz. Ich weiß nicht, Selina und ich sind sofort weggelaufen. Wenn jemand etwas gesehen hat, dann... Ich hab nichts gesehen. Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist und ich will es auch gar nicht wissen. Ich möchte hier einfach nur raus. Aber das Gitter dort kriege ich nicht auf. Man braucht einen Schlüssel. Ich gehe ihn suchen. Alles ist besser, als hier zu warten. Das ist doch in Ordnung, oder? Ja, ich komme schon klar, denke ich. Wenn ich wieder bei Puste bin, helfe ich dir auch. Natürlich wäre ich am liebsten bei Caro geblieben. Nicht, weil ich mir Sorgen um sie machte, sondern weil ich Angst hatte, alleine im Keller herumzulaufen. Doch die kleine Stimme in mir sagte, dass ich mich beeilen müsse. Hinter dem Tor war etwas gewesen und nun befand es sich im Haus. Ah, was haben wir hier entfesselt? Oh, geht's weiter. Ein Schrank. Untersuchen. Ein großer Holzschrank. Ja, den öffnen wir mal. Da liegt was drin, oder? Sehe ich das falsch? Jupp. Kreuzklinge erhalten. Aha. Ein Holztisch, auf dem eine Menge Krimskram steht. Eine einfache Holzkiste. Ich glaube, diese einfachen Holzkisten zu untersuchen bringt nicht so viel. Da unten ist auch nochmal eine Tür. Da liegt ein Schlüssel, den sie... Ah! Meine Fresse! Nein! Das ist doch wohl nicht wahr! Mich erst zu Tode erschrecken und mir dann den Schlüssel klauen. Ein kleiner Holzschrank. Meine Fresse, öffnen. Ist da was drin? Das ist nicht möglich. Ist da was drin? Der Schrank ist leer. Toll. Hauptsache, ich kann ihn aufmachen. Meine Güte, hat die Ratte mich erschreckt. Ein Tisch, auf dem sich einige uninteressante Gegenstände befinden. Auf dem Teller sind Käsereste. Aha. Zwei aufeinander gestapelte Kisten. In die untere Kiste hat eine Ratte ein Loch gefressen. Auf dem Regal befinden sich überwiegend Weinflaschen und Bücher. Ein zerbrochenes Marmeladenglas liegt auf dem Boden. Ja, seit 3 Minuten. Noch nicht mal. Käsereste. So, wie mache ich das? Käse.
Käse. Und den... Kann ich den untersuchen? Auf dem Teller sind Käsereste. Ja, benutzen. So. So, genau. Du willst fressen, also musst du den... Da! Muss ich sie tothauen, oder was? Scheiße, Mann. Nehme ich den Käse wieder mit? Ein Teller mit Käse drauf. Die nimmt den Schlüssel wieder mit. Blödes kleines Vieh. Ja. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Vielleicht muss ich die Ratte vergiften. Vielleicht muss ich was auf den Käse draufpacken. Ja, ja. Ich habe verstanden, dass du immer wieder kommst. Ich gehe erstmal hier weiter gucken. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Schrank? Einfach bop, 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 öffnen. Geht. Ah, benutzen und untersuchen. So. Nichts von Interesse. Na dann. Kiste, hier geht's nicht weiter. Okay, hier ist noch eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Gut, dann gehen wir mal hier durch wieder zurück. La 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 la. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Da war das auch nicht. Hier war das, glaube ich. Direkt in dem ersten Raum. Jupp. Okay, mit 5. Schraubenzieher, Schlitz. Wie switche ich das denn durch? Ich habe doch eine Kreuzklinge erhalten. Kreuzschraube befestigt wurde. Tja, dann kann ich das wahrscheinlich mit dem Ding nicht benutzen, ne? Weil sich ein Scharnier vor den Türen befindet. Es wurde mit Kreuzschrauben befestigt. Ah, nach oben und unten. Okay. Kann ich es jetzt öffnen? Der Schrank lässt sich nicht öffnen, weil sich ein Scharnier... Muss ich das benutzen? Das ist nicht möglich. Untersuchen. Ein einfacher Holzschrank. Bla bla. Ah, Moment. Ich glaube, ich muss die... Wie mache ich das? Nee. Die Schrauben können nur mit einem Kreuzschraubenzieher gelöst werden. Ich habe ja so ein Kreuzding, aber wie kombiniere ich denn das jetzt nochmal? Benutzen. Den? Nee. Den mit dem. Geht das nicht? Nee. Könnte ich mir hier irgendwie... Inventar. Ah! Kombinieren. Das ist nicht möglich. Kann ich das auseinandernehmen? Ja, Schraubenzieher leer erhalten. Schlitzklinge erhalten. Wunderbar, so geht das. Ach, das ist ja gar nicht so schwer. Kombinieren. Nein, das ist nicht möglich. Ich muss den erst anlegen. So. Die Kreuzklinge kann auf einen Schraubenzieher gesetzt werden. Kombinieren. Schraubenzieher erhalten. Ja, wunderbar. Der Schraubenzieher besitzt eine abgerundete Klinge. Im Moment ist eine Kreuzklinge befestigt. Gut. Speicher mal. Und zurück zum Spiel. Okay. Gut, dann haben wir jetzt das Kreuzding. War das jetzt hier oder? Nein, unten. Also rechts, nicht unten. Unten rechts. Rechts, links, geradeaus. So. Schraubenzieherkreuz. Benutzen. Ja. Das Scharnier wurde entfernt. Nice. Dann können wir das Ding jetzt öffnen. Da ist eine Klorolle drin. Juhu. Glas erhalten. Ein Glas. Stülpe ich das jetzt über die Ratte?
glaube ja nicht. Das Geräusch von den Türen ist aber mal ätzend. Ne, hier ist ja sonst nichts. So. Ratti, Ratti. Haha, Glas genommen. Kellerschlüssel genommen. Gut. Das war das. Dann kannst du jetzt... Du willst den Schlüssel sowieso nicht fressen. Was willst du denn damit? Sie ist weg. Als ich zurückkam, fehlte von Caro jede Spur. Wohin war sie gegangen? Sie wusste doch, wo ich war. Wollte sie in einem anderen Zimmer suchen oder hatte sie mich auch zurückgelassen? Oder war sie nicht freiwillig gegangen? Ich wollte darüber nicht nachdenken. Mit dem Schlüssel würde ich endlich aus dem Keller entkommen können. Das war das Einzige, was zählte. Okay. Kellerschlüssel. Der Kellerschlüssel wird nicht mehr benötigt. Klar, das liebe ich ja immer in so Spielen. Ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Ich schmeiß ihn mal weg. Aha. Was bist du denn? Weiche dem Monster so lange aus, bis sich eine Gelegenheit zur Flucht ergibt. Die Lebenspunkte recht oben dürfen nicht auf Null sinken. Ach du Scheiße. Ja, wir speichern hier. Au! Meine Fresse. Aus dem Loch gekommen. Kann ich da nicht rein? Nein. Jetzt anscheinend. Okay. Hops. Meine Güte. Schnell da rein. Oh Gott. Ich stürzte regelrecht in den kleinen Ausstellungsraum. Mein Gott, kann auch mehr lesen heute. War ich hier wirklich sicher? Ich traute mich nicht mal, mich umzudrehen. Nach ein paar langen Minuten wurde mir endlich bewusst, dass dieses Ding mir anscheinend nicht gefolgt war oder nicht folgen konnte. Trotzdem konnte ich mich noch immer nicht bewegen. Ich war wie gelähmt vor Angst. Selbst wenn mir schon vorher etwas mulmig gewesen war, hatte ich nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde. Es fiel mir schwer, das Erlebte überhaupt zu akzeptieren. Wäre es ein Mensch gewesen? Oder ein Tier? Aber ich war mir sicher, dass dieses Wesen in keinem Biologiebuch der Welt aufgeführt ist. Was mache ich, wenn mir dieses Monster doch folgt? Fragte ich mich und stellte mit einem flauen Gefühl im Magen fest, dass es nicht ausgerechnet im Erdgeschoss aufhielt, noch dazu in der Nähe des Ausgangs. Wenn doch nur. Ja? Alice! Emily! Emily, du bist wirklich zu schreckhaft. Du siehst schon wieder so aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Hör auf damit. Ich habe wirklich etwas gesehen. Dort unten im Erdgeschoss, da ist ein Monster. Ein Monster? Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich sage die Wahrheit. Es ist einfach so durch die Wand gekommen und dann hat es mich angegriffen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das war kein Mensch und auch kein Tier. Eher eine abscheuliche Mischung aus beiden. Oh, das muss wohl der Jabberwocky gewesen sein. Was? Es ist wohl besser, wenn du so schnell wie möglich das Haus verlässt. Das brauchst du mir nicht sagen, aber... Du machst dir Sorgen um die anderen? Nein, ich... Keine Angst, ich werde sie suchen gehen. Alice! Sie hatte mich schon wieder zurückgelassen, aber das beunruhigte mich weniger als ihre Reaktion. Alice hatte mich die ganze Zeit angelächelt, als ob sie mir nicht glauben würde, doch schlimmer noch, als ob ihr dieses Monster gar keine Angst machen würde. Sie hatte dieses Ding Jabberwocky genannt. Wieso gab sie diesem Monster einen Namen? Je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger wollte ich die Antwort wissen. Was ging in diesem Haus nur vor? Okay. Der Jabberwocky? Das klingt ja auch total... Untersuchen. Im Kasten befinden sich alte, vergilbte Urkunden. Im Kasten ist ein Ritterhelm. Was haben wir denn hier? Wischmopp. Ein Wischmopp samt Eimer, Tatsache. Eine einfache Holzkiste. Der Deckel sitzt anscheinend nicht besonders fest. Oh, ho, ho, ho.
Nope. Öffnen. Öffnen war Taste 3 hier. Das ist ohne Hilfsmittel nicht möglich. Ach komm. Kann ich nach hier unten wieder zurück oder sagt sie dann, nö, will ich nicht? Hinter der Tür lauert das Monster. Stimmt gar nicht. Du bist nach oben geklettert und da waren zwei Türen. Naja. Sag mal hier. Die Kommode ist leer. Ein leerer Tonkrug. Hier ist alles leer. Auf dem Tisch stehen mehrere Bilderrahmen und eine Blumenvase. Im kleineren Regal befinden sich Bücher und ein paar Weinflaschen. Auf dem kleinen Schrank steht eine Uhr. Die Zeiger wurden abmontiert. Vor der Uhr befindet sich ein kleiner Schalter. Okay, den kann ich anscheinend noch nicht drücken oder so. Die Musik ist gerade sehr laut. Ich hoffe, das geht. Ich habe die schon relativ leise gestellt. Im Schrank befinden sich alte Kleider. Hauptsächlich dunkelgrüne Gläser und Messingteller. Ein kleiner Holzschrank. Der Schrank ist leer. Hier liegt was? Eine Notiz? Auf dem Tisch liegt eine alte Zeitung. Dafür ist der Tisch zu schwer, okay. Die ist verschlossen, wie es aussieht. Die Tür ist verschlossen. Unter dem Schloss befinden sich drei bewegliche Tafeln. Johann Sebastian Bach. Ja, später. Die Tür ist verschlossen. Unter dem Schloss wurde eine Tulpe eingraviert. Eine Tulpe. Hier liegt ein Buch. Kann ich das lesen? Ich möchte auch hier benutzen. Das ist nicht möglich. Untersuchen möchte ich. Ein kleiner Holzschrank. Oh. Auf dem Tisch stehen ein Aschenbecher und mehrere Bilderrahmen, auf denen Familienmitglieder zu sehen sind. Ja, okay, das ist das. Im Aschenbecher liegt auch noch eine Zigarette. Ah, da unten sind auch noch Türen. Oh, creepy. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Auf der Kiste steht eine große Kerze. Okay, hier brauche ich erstmal Feuer. Kann ich die Zigarette nicht mitnehmen? Auf dem Schrank steht eine Uhr. Die Zeiger wurden mit einer Schlitzschraube befestigt. Okay, die könnte ich mitnehmen. Ein Holzschuh mit rotem Bezug. Anscheinend für Gäste, wenn auf dem Klavier gespielt wird. Gut, also wir bleiben jetzt mal in diesem Raum hier und beenden diese Session für heute. Wir speichern. Ruhig darüber, das macht nichts. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Emily im Haus von Alice und dem Jabberwocky und was hier noch so alles auf uns wartet. Bis jetzt finde ich es wirklich ganz reizend, macht Spaß. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Alice. Bis dahin, eure Säcki. Tschüss.